Okay, was geht bei ihm ab? Der muss gestochen werden. Hallo, mein Name ist Ed Biren und ich spiele heute den B-Simulator. Ed Biren. Was für ein Wortwitz. Fliegen über Schultertasten. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Versinnbildlichung meiner Flügel sein soll. Ich meine, die sind ja irgendwo an den Schultern. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwelchen goldenen Markierungen hinterherfliegen musste in meiner Grundausbildung. Ich sammle jetzt hier so ein paar Pollen. Das sieht für mich mehr aus wie so ein Drive-By, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt hier nicht wirklich real gestaltet. Normalerweise bedeutet das wirklich auf der Blüte landen. Ja, sich auch mal einen kleinen Snack irgendwie gönnen. Ich habe noch nie eine Wiese gesehen, auf der Mohn und Löwenzahn gleichzeitig gewachsen ist. Just saying. Hätte man vielleicht eine Biene vorher fragen sollen, bevor man das macht? Jetzt wird hier rote Beete als was Gutes advertised. Aber das Schlimmste bei einer roten Beete, sage ich dir so schon, ist, wenn du A, nicht mehr ohne rote Beete kannst und B, wenn keine rote Beete mehr da ist. Wir hätten auch noch was anderes zum Snacken für dich. Weißt du, ich habe den ganzen Tag damit zu tun auf der Arbeit und dann kommst du mir damit mit einem Snack? Was denn als nächstes? Honig? Wir und die Redaktion dachten, dass irgendwie angemessen ist. Okay, okay. Hier auch ein großer Irrglaube, dass wir Bienen alle Best Friends mit Grashüpfern sind, ne? Hängt den ganzen Tag auf dem Stein ab, wuchst da so ein bisschen rum, oh, ich häng da ab. Weißt du, der denkt, der sei so flipp, ne? Zeit zum Zurückkehren. Ich sag mal so, eine Gewerkschaft wäre schön, gibt's aber nicht. Genauso wenig ein Betriebsrat. Stattdessen muss man dann antanzen bei der ach so tollen Königin. Und am Ende des Tages ist alles wie vorher. So, ich bringe jetzt hier einmal kurz das Ganze weg. So, damit meine Beine nicht so schwer sind. Bienenbeine sagt man dazu auch, ne? Was ich wiederum sehr unfair finde, ist die Wespenteile, ist ja was Positives. Wir haben die Bienenbeine, die dafür stehen, dass man halt dicke Beine hat. Ganz toll. Einfach mal hinfliegen als Biene und zack. Das ist das, was einen in den Alltag nochmal so ein bisschen Würze bringt. Aber jetzt muss ich halt direkt schon wieder mit der bedrückten Biene sprechen. Hallo, und mir anhören, warum die denn so bedrückt ist. Brauchst du Hilfe, um in den Bienenstock zurückzukehren? Erstmal schön ein bisschen Kraft tanken. Zucker. Okay, was geht bei ihm ab? Der muss gestochen werden. Eine Biene kann bis zu 5 Millionen Pollenkörner gleichzeitig in ihren Haaren sammeln. Glamorous. Wie hier einfach überall Luftballons rumhängen, nur damit du hinfliegen kannst und sie dann explodieren lassen kannst. Weißt du, worauf ich gerade mehr Bock hätte? Auf ein Beat'em'up. Bin zum Beispiel auch, das viele nicht wissen, gleichzeitig aus der Wabe geschlüpft mit Cardi B und Beyoncé. So, oh, so. Holy Was moly. Habt ihr denn hier? Jetzt geht's richtig ab. Harry die Hornisse. Oh nein. Ihr geht eine Hornisse. Wir sind im Untergang geweiht. Kampf, Alter. Der kriegt jetzt richtig aufs Fressbrett. Zwar fünfmal so groß wie ich gefühlt, aber zack, 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 zack. Der hat auch einfach mal 150 HP mehr als ich. Aber ich rasiere den, Pudi. Ja, das war der Bee Simulator, gespielt von einer absolut echten Biene. Ich will euch jetzt keinen Honig ums Maul schmieren, aber wäre natürlich schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Ansonsten, guckt doch noch eins dieser Videos, die wir hier gerade einblenden, und wenn der Grashüpfer-Simulator rauskommt, sehen wir uns vielleicht wieder. Ciao.